Wenn er jetzt irgendwo hier ist, ne? Weil dann weinen sie. Hallo Leute, willkommen zu diesem weiteren Video. Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Köln. Ja, wir sind gerade wirklich auf dem Weg außerhalb des Hauses, Leute. Wir brechen die Quarantäne. Spaß beiseite, Leute. Ich musste in meiner Wohnung noch ein paar Sachen abholen. Ich habe eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt wirklich die ganze Zeit wieder zu Hause bin. Aber naja, es scheint jetzt wirklich so zu sein. Was für eine Scheiße mit dieser ollen Damm. Wir haben ja von Merkel die Information bekommen, dass wir alle zu Hause bleiben sollen. Und das war unsere Reaktion dazu. So, Leute, wir kriegen jetzt hier gesagt, dass wir wirklich nicht mehr rausgehen dürfen, Flash. Flash und ich dürfen auf jeden Fall weiter rausgehen. Flash, ne? Gib mir 5. Oh. Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte auf ein absolut Minimum zu reduzieren. Quarantäne! Nice, Leute, nice. Und das heißt wirklich extreme Langeweile. Sehr, sehr große Langeweile. Und in dieser Langeweile habe ich Lea ein wenig verarscht. Ohne Spaß, Lea ist so asozial. Wer macht denn sowas? Ich habe die Langeweile von Corona genutzt, um Lea zum Gespött der Nachbarschaft zu machen. Lea, das habe ich von dir aber wirklich nicht erwartet. Wieso kaufst du so viel Klopapier, Lea? Ja, oh mein Gott, das sieht ja mega realistisch aus. Hallo Lea! Hallo! Was hast du mir nicht irgendwas verheimlicht? Hallo! Ich glaube schon, Madame. Nein! Schauen wir mal ganz schnell, was in deinem Zimmer da liegt. Kann man so asozial sein, die ganze Nachbarschaft wird sehen. Wieso hordest du so viel Klopapier, Madame? No. Du hast das alles bei mir reingetan. Wieso hast du das ganze Klopapier gehortet? Bist du asozial? Was hast du getan? Warum machst du das, Madame? Das ist von dir. Na, hör mal! Hallo, eine Verarschung. Zum Glück. Ich bin gespannt, wie Köln aussieht. Ich glaube, die Welt ist auf jeden Fall eine andere geworden. Durch die ganzen Medien und alles, die ganzen Maßnahmen, alle sind zu Hause, die ganzen Läden haben zu. Ich glaube, die ganze Stadt ist tot. Leute verändern sich, alle halten Abstand, keiner ist mehr nah und alle rasten aus, machen Hamster-Einkäufe. Also es ist auf jeden Fall schon in Köln nochmal was anderes als in Rheine, weil das ja eine Großstadt ist. Vor allem auch hier, die Straße ist komplett leer, Leute. Das ist das einzige Auto, was benutzt fährt, sonst sind eigentlich nur LKWs. Das ist schon etwas weird. Mal gucken, was für ein Ehemann ist. Meine Frau. Eine Ehrenfrau, also. Naja, Leute, ich würde sagen, ab in die Todesstadt, Leute. My 9 to 5, yeah, always on my mind from 9 to 5. I can't tell the time, cause I never, never felt so sublime. You're my 9 to 5, yeah, on my mind from 9 to 5. And I never, never felt ever so sublime. To five, yeah, always on my mind from 9 to 5. Das Virus verbreitet sich immer weiter. Jetzt gilt das Risiko als hoch. In nur einer Woche über 130.000 und nach weiteren 7 Tagen 1 Million. So viel leben in Köln. Yay, zurück in Köln. Hey, mal gucken, wie es hier aussieht. Was geht ab? Mal gucken, ob hier auch alle an der Arbeit sind. Ah, natürlich! Lea, machst du dir die neuen Hey-T-Shirts? Ja, ich guck, dass das alles hier mit der Ordnung hier zugeht. Holt euch die neuen Hey-T-Shirts jetzt, meine Freunde. Boah, ich war jetzt schon so lange nicht mehr hier. Ich habe ein mega geiles Paket bekommen, Leute. Ich guck mal ganz schnell rein. Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Leute, das Wetter wird wieder richtig geil. Es wird wieder warm. Und deswegen habe ich mir ein neues Elektroskateboard gegönnt, Leute. Danke, 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 danke. Auf jeden Fall alles gute Helden, dass sie mir das zugeschickt haben. Ehre geht raus. Schaut auf jeden Fall unten mal in der Beschreibung vorbei und lasst mal einen Blitz in den Kommentaren da. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Was machst du da? Auf den Bus warten? Wartest du auf den Bus, Olle? Ey, wo ordnet denn? Was zur Hölle? Das was? Was hattest du? Das ist schon wie ein April-Scherz. Das soll ein April-Scherz sein, wenn du einfach hinfällst und einen Herzanfall hast. Oh mein Gott! Gute alte Wohnung, wir sind wieder da! Yay! Madame, ich habe gemerkt, dass es ein April-Scherz ist. Steh auf! Au! Wie hast du das geschafft? Lea, ich habe ein ganz großes Problem in dieser Wohnung, okay? Welches? Okay, das ist eine Challenge. Du kriegst 100 Euro von mir, wenn du das schaffst, okay? Es könnte sein, komm mit. Es könnte sein, dass ich vergessen habe,
den Kühlschrank auszuräumen, bevor ich gegangen bin. So dumm. Du kriegst eine Challenge. Du musst den Kühlschrank aufmachen und einmal richtig tief einatmen. Die ist 100 Euro. Ich weiß nicht. Los, bitte, das stinkt so extrem. Was? Natürlich muss das stinken. Ich will gar nicht wissen, was da gerade drin ist. Was hast du denn da drin? Sehr viele, sehr eklige Dinge. Krieg ich wirklich 100 Euro? Ja, 100 Euro von mir. Aufmachen, einatmen. Ich werde auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Sicherheitsabstand einhalten. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Es wird schlimm sein, vertrau mir. Mach auf und atme, Madame, los! I'm really scared! Okay. Oh Mann. Los. Gut, dass mein Kühlschrank wie eine Tonne riecht. Wie die Mülltonne riecht das. Okay, Leute, ich werde jetzt ein paar Sachen mitnehmen und dann gehen wir wieder ab nach Rheine. Und da habe ich was sehr, 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 sehr Fieses geplant. Let's go. Okay, Leute, ich glaube, das hier, was ich jetzt mache, könnte der fieseste Prank in der ganzen YouTube-Geschichte sein. Oh mein Gott, Alter, ich werde es bereuen. Keine Sorge, Leute, ich werde diesen Prank schnell auflösen, damit es nicht zu weit geht. Aber, Lea, du tust mir einfach nur leid bis jetzt. Also, Leute, pass auf. Ich habe diese Idee gehabt, weil Lea hatte schon mal gedacht, dass ihr Hamster verloren war. Hat dann das ganze Ding hier durchwühlt. Und sie ist die ganze Zeit so unachtsam und lässt hier immer so einen Spalt offen. Und ich habe ihr außerdem auch schon sehr viel gute Sachen in letzter Zeit getan. Quad geschenkt, Pferd geschenkt, es reicht auch irgendwann. Jetzt muss mal was Negatives kommen. Leute, wir werden den Hamster stehlen. Wir werden den Hamster stehlen. In mein Zimmer tun. Oh mein Gott. Und dann muss ich sie irgendwie herlocken, dass sie halt den Hamster einmal rausholt fürs Video oder so. Habe ich ja schon öfter mal gemacht. Dann wird sie suchen und suchen und suchen. Ich werde es dann richtig dumm auflösen. Und werde dann sagen, dass der Hamster gerade... Das hört sich so dumm an. Dass der Hamster gerade Hamster-Einkäufe bei Rewe macht. Dann ist der Hamster hinter dieser Tür. Ja, das ist einfach da wirklich, Leute, durch Corona ist wirklich einfach nur noch die Langeweile am Start oder so. Aber jetzt würde ich sagen, Operation Hamster. Oh nein, sie hat doch so ein süßes Bild von dem Hamster da vorne drin. Oh mein Gott, ich bin ein ganz, ganz, ganz böser Mensch. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Okay, let's go. So, Hamsti, jetzt geht's dir an den Kragen. Damit es dir noch gut geht, mache ich da mal ein bisschen Streu rein. Oh mein Gott, hallo. Hallo. Du bist ja ein Süßer. Ich werde dich jetzt kurz stehlen. Ich hab ihn. Okay, rein in die Box. So. So, Süßi. Jetzt geht's ab zu Rewe. Nicht lange, Kleiner, keine Sorge. So, jetzt muss ich alles wieder so herrichten, als ob wie es vorher war. Was ist denn hier hinstellen? Jetzt werde ich absichtlich dieses Ding ein bisschen aufmachen. So, so, ich werde ihn nur richtig offen lassen, also dass er da irgendwie rausgekommen ist. Okay, let's go. Madame. Ja, so. Ich will den Hamster verkaufen. Nein, das ist scheiße. Verstehst du? Jetzt ganz kurz einmal. Scheiße. Ja! Ja, hast du nicht auch bei dir jemanden, der die ganze Zeit Hamster-Einkäufe macht in deinem Zimmer? Mhm. Dann schauen wir doch mal nach. Let's go. Du musst dir nur kurz rausholen und einmal sagen, oh, da ist ein Übeltäter oder so. Wieso ist das nicht für dich zu? Hä, warum? Das ist doch ganz normal, oder? Nee, hier ist ja voll die Lücke. Das ist doch nicht so normal. Hä? Wieso? Ja, das ist halt nicht sonst. Das ist nicht nur für dich zu. Fischerchen. Wo ist der? Das ist aber mal der Wo ist der? Ja, ich schaue, er hat manchmal das ja auch hier. Da schimmert der ja auch. Wo ist der? Ist vielleicht hier. Ist der hier? Fischchen! Hey, da ist ein Flieger im Untergraben. Der liegt ja immer hier drin. Was machst du so scheiße? Ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht witzig. Hör mal auf jetzt. Wenn der jetzt irgendwo hier ist, ne? Bin so dumm. Weil am beiden sehe ich. Madame, vielleicht ist der Hamster ja gerade bei Rewe Hamster-Einkäufe machen. Hamster-Einkäufe, der ist nicht mehr da. Das ist nicht lustig. Madame, es ist alles nur ein kleiner Witz. Schau mal. Er macht bei Rewe. Guck doch mal bei Rewe, ob der Hamster-Einkäufe macht. Ich hab ihn freigelassen. Da ist er. Tiny. Zum Glück ist er wieder da.
Bubi. Na, ich hoffe, es war nicht so schlimm für war Sie. War lieb zu dir, Bubi. Oh, da ist er. Der war frech. Hoffentlich hast du ein paar Mal ins Bett gekommen. Ja. Noch ein paar Mal. Nein, der soll nicht in mein Bett scheißen. Oh, er ist echt sehr süß. So, aber damit musst du dich irgendwann auch hören bei mir rächen. Ja, ja. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Der kleine Junge hatte ein Ziel. Oh shit, der Grind is real. 600 Videos jeden Tag, eine Mio in einem Jahr. Wenn das Virus weitergegeben werden könnte, so weit zu reduzieren wie möglich. Slash, es ist langweilig.